Was musst du tun? Nichts, wir kommen zu dir. Oh oh. Yo ho, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen hier zu diesem, was weiß ich, was das für ein Video werden soll. Wir waren heute mit unserem Kutter unterwegs und da, ja, ist uns das hier ins Netz gegangen. Eine Flaschenpost. Und was macht man mit einer Flaschenpost? Man macht die auf, ja. Und ich habe keine Ahnung, an wen die adressiert ist. Steht drauf, Feed the Kraken, Sailor's Favorite Deduction Game, established 2020. Also so lange kann die noch nicht im Rhein gelegen haben. Feed the Kraken, ein Social Deduction 100%, Alter 12 plus, Spieler 5 bis 7, Spielzeit 45 bis 90 Minuten, Designer M. Jenny, Dr. M. Höte, Immich, aha, aha. Artist Henrik Noack, Kickstarter April 2020. Ah, hier knarren die Planken. Und contactinfo@funtails.de. Kein Schimmer. Aber ich würde sagen, wir schauen da mal gemeinsam rein. Weg mit dem Deckel. Oh, das erste, was mir hier entgegenputzelt, eine Knarre. Sieht aus wie aus einem 3D-Drucker. Sehr schick. Raus mit dem Ding. Nein, die Flasche schmeiße ich jetzt nicht russisch nach hinten. Und jetzt hoffentlich hier das Papier nicht zu beschädigen. Aber wir hatten das zusammengeklebt. War wieder so Leichtmatrose vermutlich. Na. Mein Dolch ist zu grob dafür. So. Hat geklappt. Und jetzt schauen wir mal, was diese Botschaft hier enthält. Oh, die ist tatsächlich an mich adressiert. Da ist er verrückt. Benjamin Ahoy, dein Leben als Landratte hat keine Zukunft. Das müssen wir so hart und direkt sagen. Seeleute schwafeln nicht drumherum. Haha, bin schon vorbereitet. Ihr merkt's, ne? Tun wir natürlich schon, aber hier müssen wir alles schreiben und da fassen wir uns kurz. Wir kennen eh kaum Leute, die lesen können. Wo waren wir? Ach ja, beim Nichtschwafeln und deiner aussichtslosen Zukunft an Lande. Du hast so ein Schwein. Wir suchen für unsere nächste Reise noch billige, gestrichen, na, die wissen, dass meine heuer nicht billig wird, fähige Crewmitglieder, starke Männer mit Bart, ach, wie gut, dass ich mich nicht rasiert habe, ne? Nichts, was 3 Wochen ohne Rasur und ein bisschen Training nicht hinkriegen würdest. Gerade bei dir, naja, okay. Der Lohn, kostenlose Überfahrt nach Blue Water Bay, abwechslungsreiche Arbeit, freier Fraß, klingt schon mal nicht schlecht. Was musst du tun? Nichts, wir kommen zu dir. Oh oh. Wenn du ein paar Mann für die Crew zusammenrufst, so 5 bis 6 Mann sollten reichen, dann schicken wir dir 2 der fähigsten Seemänner, der übelsten Piraten. Oh oh, ja was jetzt? Fähige Seemänner oder üble Piraten? Das ist ein Unterschied, ne? Und nehmen dich mit auf die Reise. Die Reise auf der Instabil, das ist unser Schiff. Wir werden, mit Glück gestrichen, den Hafen Blue Water Bay anlaufen und du sollst dabei sein. Unterwegs werden wir, unterwegs werden keine Zungen rausgeschnitten, nein, wir kommen auch nicht vom Kurs ab, es werden keine Kabinen durchsucht, es wird auch niemand dem riesigen Schatten unter dem Schiff geopfert, der mit düsteren Tentakeln seit Tagen das Schiff verfolgt. Das ist alles Seemannsgarn, ist wahrscheinlich nur eine Sardine. Dann ist ja alles klar, schiebe deine Antwort einfach in die Flasche und wirf sie in die Badewanne. Oder benutzt das geheimnisvolle Krakenzeichen Ed auf der Rückseite der Flasche und schneller als du schauen kannst, bist du tot an Bord. Tot gestrichen. Deine Crew der Instabil. Klingt. Was? Klingt berüchtigter? Brüchiger? Verfallener und anfälliger als sie ist. Na, gut. Das heißt, Antwort schreiben in die Flasche und ab zurück oder... Ah, warten wir mal ab. Antwort vielleicht auch in diesem Video. Liebe Freunde von der Instabil, ihr seid natürlich immer herzlich willkommen. Ein Rum liegt bereit und die Waffen, sie sind geputzt und ich bin bereit, mit euch gemeinsam auf Kurs zu gehen.
ja, nächstes Spiel, nächster Halt Blue Water Bay, beziehungsweise nächster Halt erstmal die Instabil. Ich hoffe, wir sehen uns bald und bis dahin, ja, macht schon mal gut. Viel Spaß beim Spielen und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, ne? Ahoi!